zusammen. Hi everyone. Ich habe noch zwei bzw. drei Bilder, bevor wir anfangen. Ihr kennt ja vielleicht noch dieses Bild hier. Und das habe ich ja mit diesem Vinylkleber weiß gemacht. Und zum Gegenzug habe ich das mal wieder mit dem blauen Kleber gemacht. Okay, abgesehen davon, dass die Zellen hier teilweise etwas zu arg verschwommen sind, müsste da auch mal wieder reinkommen. Aber wie gesagt, es ist recht schwierig mit diesem blauen Kleber. Ich weiß nicht, wer noch mit dem blauen Kleber arbeitet. Am besten lieber mit dem Vinylkleber. Ich zeige es euch mal den Unterschied einfach auch, dass ihr das mal den direkten Vergleich habt. Die kosten ja ungefähr beide gleich und mit dem Vinylkleber bekommt ihr einfach bessere Ergebnisse. Okay, dass ihr das mal gesehen habt. Also die Bilder sind noch nicht mit, muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, sind noch nicht mit einem Glanzlack oder sowas überzogen worden. Also das macht auch noch ein bisschen was aus, weil das möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar von meinem letzten Video. Schaut euch das mal an. Diesen Glanz. Okay, folgendes. Ich habe das ja mit Metallicfarben gemacht und schwarz. Und nach dem Trocknen ist alles sehr dunkel geworden. Also ich war wirklich der Meinung, sieht schlecht aus, man sieht nicht viel. Jetzt habe ich das gemacht und zwar mit diesem Clear Pouring Top Coat von DecoArt. Also auch eine interessante Möglichkeit, dann glänzt es wie eigentlich, wenn man es mit Harz übergießt. Es ist so eine, ich darf es mal sagen, eine geile Sache. Und da kommen natürlich die Farben extrem wieder gut raus danach dann. Also richtig geniale Sache. Soviel ich weiß, gibt es jetzt vereinzelt diese auch schon in Deutschland zu kaufen. Es sind so einzeln zwei Händler. Einer hat dann aber auch irgendwie 3 Wochen Lieferzeit. Oder auf Amazon müsst ihr einfach mal schauen. Wer nicht mit Harz arbeiten möchte, kann dieses wirklich als Alternative nutzen zum Überziehen. Also richtig genial das Zeug. Okay, also DecoArt, dieser Clear Pouring Top Coat heißt das. Wartet mal, ich kann es euch geschwind auch zeigen. Nochmal. So. Nur, dass ihr es auch nochmal gesehen habt. Also Clear Pouring Top Coat. Ihr könnt ihn einfach auch gießen lassen, also drauf gießen. Das ist halt das Interessante bei diesem. Gießt es einfach drauf, lasst es laufen, bis es eine glatte Schicht gibt. Und dann passt das. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Hier habe ich einen Tropfen neu nachgegossen, weil es so ein kleines Löchchen gab. Das sieht man halt dann. Also wenn, dann muss es mit einmal klappen. Aber genial. Erstmal, wie die Farben dann wieder rauskommen. Zweitens, ein Glanz, wo nicht zerspiegelt, also wie bei Harz. Richtig toll. Gut, jetzt lasst uns aber starten. So. Was ich heute machen möchte, ich habe hier einen Keilrahmen, der ist 30 auf 30 cm. Ich habe hier viel Weiß vorbereitet. Dieses Havanna Braun, da klebt noch unten Harz dran. Dieses Kaminrot und Violett. Ich habe es auch wieder mit diesem Vinylkleber weiß angemischt. Den Kanister habe ich ganz neu aufgemacht. Er ist etwas dünner, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es wirklich an die Temperaturen liegt. Beim anderen war auch dicker. Ich weiß nicht, ob man da. Ja, ist natürlich kein teures Produkt. Da kann auch mal Unterschiede geben. Aber einfach weniger Wasser rein. Dann denke ich mal, haben wir das gleiche Ergebnis. Nicht, dass die Rezeptur geändert haben oder irgendwas. Also ich merke es einfach beim Rühren. Ja, dass es etwas dünner ist. Jetzt schauen wir mal. Ich ziehe mir mal kurz Handschuhe an, ich hoffe, ihr habt die Zeit noch. War, wie gesagt, was ich machen möchte, und zwar ganz dünne Streifen. Also ich mache das Bild weiß im Hintergrund. Als so gesehen auch vielleicht ein Negative Space, wie es so schön heißt. Und werde dann diese Farben mischen ineinander und lasse einfach nur ganz dünne Streifen.
Und zwar möchte ich das auch mit dem Silikonöl mit der Viskosität 100, also ein ganz dünnes Silikonöl. Und da bin ich mal gespannt, was dann dabei rauskommt. Also dieses vorige schwarze Bild, was ihr gesehen habt, das hat mich ein bisschen inspiriert, um die Farbe etwas mehr laufen und verteilen zu lassen. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn, damit es euch nicht langweilig wird, fangen wir mal an. Also wie gesagt, ich gieße jetzt erstmal alles mit Weiß hier. Lass mir noch ein bisschen übrig. Verstreiche das mal über das ganze Brett. So. Würde eigentlich schon eine dicke, angenehme Fläche haben. Darum lasse ich es jetzt einfach nochmal laufen, dass ich eine gleichmäßige Schicht habe. Weil so. Nee, ich mag es einfach nicht, wenn es ungleichmäßig ist. Ich schleunige den Vorgang mal. So. Kurz die andere Seite. Aber das passt soweit. Ich werde es nachher eh nochmal laufen lassen. Gut. Die Kanten schön aufpassen, wisst ihr ja. Okay. So, kurz die Handschuhe abputzen. Weil ich jetzt kurz das Silikon noch reingeben möchte, werde auch nur 3 Tropfen von diesem Silikon reinmachen. Gar nicht so viel, also nur in die Farben, nicht in das Weiß. Da müsst ihr auch mit der Pipette aufpassen, das ist recht dünnflüssig, dass nicht zu viel reingeht. 3 Tropfen. Ja, dann machen wir mal 4 rein, weil ich es an der Auf hier habe. 4 Tropfen, okay. Vollkommen ausreichend. Okay. Noch kurz umrühren. So, ich habe mir extra noch ein bisschen Weiß übrig lassen, weil ich da noch eventuell auch Weiß reinmachen möchte. Und jetzt mache ich eins, ich knicke mir den Becher hier, ich hoffe ihr könnt sehen, damit ich halt was dünner habe. Man kann ihn natürlich auch ausschneiden, aber mir reicht es so, wenn ich ihn so knicke. Viele machen hier so einen V rein, damit es dann noch besser funktioniert. So, ich mache jetzt zwischendurch trotzdem immer einen kleinen Schuss Weiß rein. Damit sich nur ganz so eintönig ist. Und kippe es immer nur von einer Seite rein. Seht ihr vielleicht auch. So, und jetzt wollte ich eigentlich keinen neuen nehmen. Passt auf, wie nehmen wir den hier? Und zwar gehe ich jetzt einmal hier durch und einmal so durch, damit ich etwas Mischung habe und nicht ganz, also nicht nur die Farbe Weiß oder sonst was. So, werdet hier anfangen. Beziehungsweise, Entschuldigung, ich wollte diesen Knick machen. Machen wir es ganz schmal.
So. Sind also ganz dünne Streifen. Werde dieses jetzt auch nochmal mit dieser kleinen Spachtel, und zwar aber nur mit dieser Kante, etwas verstreifen. Verstreichen, genau. Vor allem genau, wo es so dick ist, dass ich keinen so dicken Tropfen habe. Erst mal sehen, wo die Dinger sind, ne? Okay. Sieht jetzt noch nach nichts aus. Werde jetzt kurz mit dem Heißluftföhn die Zelle ein bisschen vorholen. Okay, so. Und ich habe gesagt, ich hebe mal noch ein bisschen weit auf. So, nehme ich da jetzt einfach eine Pimpette. Füllen wir da ein bisschen Weiß ab. Und mache jetzt hier einfach noch ein paar Tropfen Weiß rein zwischendurch. Am besten ohne Luft. Okay, will nicht. Füllen wir noch ein bisschen mehr rein. So. Nur kleine Tropfen. Aber damit das Bild ein bisschen interessanter wird. Weil die verlaufen natürlich auch noch mal etwas. Noch kurz mal nachfüllen. Ihr könnt natürlich dann auch größere Tropfen machen, kleine Tropfen. Na komm schon. Da wo ihr eine größere Fläche habt, könnt ihr auch größere Tropfen machen. So, ich glaube, ich muss nochmal nachfüllen. Ich weiß nicht, ob ihr schon sehen könnt, hier läuft es schön nach außen weg. Das ist das Faszinierende, was ich finde. Und diesen Effekt gilt es zu erzielen, aber natürlich dann noch ein bisschen laufen lassen. Mal jetzt mal ein bisschen schneller. Ich hoffe, die Farbe reicht. Da würde ich jetzt gerne noch einen größeren Flotschen drauf machen. Okay, cool. So. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir das richtig laufen lassen. Also ich möchte jetzt einfach diese ganze Zellen auseinanderziehen. Man kann natürlich dann auch noch mit der Spachtel nachhelfen und so weiter. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Ihr seht auch, was aus so kleinen Streifen geworden ist, also richtig groß. Und
Durch dass die jetzt natürlich auch unterschiedlich schnell laufen. Also ihr könnt sie auch über den Rand laufen lassen, das ist sowieso meine Sache, was ich jetzt mache, damit es nicht so eintönig ist. Ja, da sieht es aus, wie wenn das Weiß überläuft. Okay. Also unten links von euch aus gesehen. Kann passieren. Okay, möchte halt hier auch voll bekommen. Gut. Lassen wir das einfach mal so runterlaufen. Ja, es läuft gerade ein bisschen zähflüssig. Habe ich doch einen Ticken zu wenig Wasser rein. So, jetzt möchte ich hier auch noch voll bekommen, die Farbe. So. Und schau, dass die Ränder wieder voller Farbe sind. Ja, ich glaube, ich habe das Weiß etwas zu dick gelassen, weil ich gedacht habe, dass ja, ist schon etwas dünn, das Weiß. Aber gut. Seht ihr, jetzt sieht das auch schon nicht mehr so symmetrisch aus, sondern es verläuft ungleichmäßig. Okay, also ruhig einen Ticken dünner machen, das Weiß, beziehungsweise alle Farben. Das war echt komisch. Ich dachte echt, das war ein dünnflüssiger. Aber gut. So. Man hat hier leichte Schatten drunter. Weil ich die Farbe unter das Weiß gelaufen ist. Das natürlich auch nicht so schlecht aussieht. Jetzt werde ich aber eins machen, ich mache jetzt mal mit dem Heißluftföhn drüber und schaue, dass wir noch ein paar Zellen wieder rausbekommen, was ich doch schwer hoffe. Und wird vielleicht dann im nächsten Video nochmal einen Versuch machen. Rühre das aber etwas dünner an. Ich gehe mal davon aus, dann klappt es auch besser. Jetzt schauen wir aber mal. So, es passiert noch was. Nicht eigentlich so stark wie erhofft. Aber das passt. Ich finde es so schlecht gar nicht, das Bild. Kann man ja einen sogenannten Negative Space nennen. Okay. Gut. Da sehe ich so wie einen Farbfleck. Weg ist er.
So, Freunde, ich bin zurück. Jetzt schauen wir es uns mal von nahem an. Also wir haben nicht so viele Zellen, was ich aber auch ganz gut finde, weil alles voller Zellen ja manchmal auch zu viel ist, ne? Okay, wie gesagt, ich mache trotzdem noch mal einen Versuch. Aber jetzt schauen wir es mal von nahem an. Jetzt könnt ihr zum Beispiel hier sehen, hier haben wir kaum Zellen. Dann gehe ich mal zur nächsten Linie hoch. So, und dann noch zum Schluss. Es sollte sich ja außenrum verteilen. Vielleicht lag es auch, weil ich da die weiße Punkte reingemacht habe, ohne Silikon. Jetzt schauen wir mal. Also wie gesagt, ich finde es trotzdem gut. Ja, etwas zu dick gemacht, das weiß. Also es ist nicht richtig gelaufen, so wie ich eigentlich wollte. Und ich würde sagen, ich versuche es im nächsten Video nochmal. Und dann denke ich, das sieht anders aus. Okay, dann hoffe ich, euch hat es wieder gefallen. Euch hat es was gebracht, mal was anderes, was Neues zu machen. Und dann hoffe ich auf ein Like. Gerne abonnieren, wer noch nicht hat, damit ihr alle Updates von mir mitbekommt. Ihr habt es am Anfang gesehen. Ich zeige auch immer meine vorigen Bilder, dann wenn sie getrocknet sind. Bekommt ihr halt nur mit, wenn ihr alle Videos von mir anschaut. Und dann war es das von mir. Dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.